Fußball, wie im Bunker. Ich muss halt dazu kriegen, sein Idiot. WLAN! Guck mal, ich habe keinen Empfang hier. Red Babs. Wir können ja dann schon mal rausgehen, oder? Ja. Okay, dann hab ich mal so. Oh Gott, ich habe meine Anmoderation zum Spiel gemacht. Warte. Ja, ich was muss. Sagt man da? Ja, ehrlich, ich mach, weil ich. Sag keinen. Nee, wir müssen über diese Brücke da. Nee, ja, aber hier. Mhm. Stress wie fast jeden zweiten Sonntag. Aber ihr wolltet es einmal. Ich glaube, wie lang? Hier. Hier? Sonst schickt er dich nicht hier? Nein? Nein, okay. Aber ihr wolltet es einmal sehen, wie das so funktioniert, wie das so abläuft. Und ja, wenn ich zum Spiel fahre, es ist immer noch extrem kalt. Wir können zwar zwischendurch rein in die Räume, das ist klar, aber trotzdem wird es kalt, deswegen ziehe ich jetzt gleich noch meine Mütze an. Ich bin auch immer zu spät, das Spiel ist gleich um 14 Uhr und wir haben jetzt kurz vor halb, aber wir werden es hoffentlich laut Navi einigermaßen schaffen, aber das Parkhaus suchen und so weiter. So, ja, ich würde sagen, wir beeilen uns jetzt und dann sehen wir uns gleich drin im Stadion. Seinen Spruch, glaube ich, nochmal sagen. Ja, ich weiß. Aber bei denen zieht er meistens nicht der Spruch. Wo können wir parken? Rechts, also haben Sie einen Parkausweis? Nee, leider habe ich ihn vergessen bei meinem Mann im Auto. Ja, dann fahren Sie mal rechts und dann hinten zu Grün einfahren. Zu Grün, super, danke. Danke. Die hieß doch anders früher. War das nicht Esprit? Ja. Ja, ich sag, und weiß ich nicht. Nee, weil hier habe ich doch gedreht mit der Nationalmannschaft. Echt? Ja. Da war ich hier. Ja. Da bin ich hier reingegangen und habe gesagt, ich muss hier rein, ich bin Spielerbetreuerin. Ich betreue ja die deutsche Nationalmannschaft. So. Heute betreust du mich. Ja. Ja, das ist aber, glaube ich, nicht möglich. Jetzt parken wir hier irgendwo links. Da wäre einer gewesen, rechts. Ja, hier ist, doch hier ist auch einer. Ah, hier ist reserviert. Reserviert. Meine Freundin parkt, ey. Immer Stress. 13:48 Uhr. Ja, komm, hast du alles? Okay. Wo müssen wir lang? Erstmal Spaß beiseite. K1 Ausgang. Okay, dann gehen wir da, weil ich will laufen. Einfach da, wenn wir lang fahren. Okay, machen wir. Was möchtest du denn trinken? Ich bin unkompliziert, einfach eine Cola. Cola? Welche? Light, Zero, nee. Normal? Normal. Normal? Hi, grüß dich. Bringst du uns 2 Coke Zero, eine normale Cola bitte? Danke.
Dings von der WIBI, wo du meine Reihen eincheckt. Eine hier, eine Etage runter. Ja, und dann wurde kannst du Sachen hier lassen. Sind dann auch besser reingekommen. Ja. Und ich brauche schon die Sachen. Ja. Bis gleich. Ja, man glaubt es kaum. Mhm. Probier. Ja, die ist auch ganz leicht, der kannst du ruhig bedenkenlos essen. Hat uns zu lange gedauert. Ja, so einfach ins Hotel parken gegangen. Ja. Nein, hab ich alleine gebildet. Nein, wirklich. Bei uns beim nächste Meckes ist so Neues. Mhm. Das war kein Chaos. Wo waren wir bei Meckes? Wo wir Meckes geholt haben? Das war in Neuss hinten. Ich kann jetzt nicht sprechen, weil eine Kamera auf mich gerichtet ist. Zack, ist ein Spieler hier. Einen Moment mal, sagte der Kamera. Ich kann nicht sprechen. Was? Dankeschön. Ich bin mal gespannt, was wieder auf Facebook steht. Bei Gafftier, oder? Ja. Die Beleidigung immer am witzigsten eigentlich. Was schade ist, aber da kann man ja nichts machen. Da kannst du besser Tipkick auf Twitch schauen. Da ist mehr Zug zum Tor als bei unserer Mannschaft. So viel ist mal klar. Was ein dummes Gebolze. Wir trampeln nur den Rasen kaputt, aber sonst nur Scheiße. Hm? Die Sonne war heute raus. Ja, ich habe mich auch gewundert. Endlich. So, Freunde, wir sind jetzt zu Hause angekommen, was wir üblicherweise dann immer machen, essen auch, dass wir zu Starbucks fahren. Aber er will sich immer noch umziehen erst, er möchte nicht mit den KFC-Sachen dann noch in die Stadt. Wir holen dann gleichzeitig auch die Hunde, weil die jetzt auch 2-3 Stunden alleine waren und das machen wir dann. Das ist so dieser übliche Gang noch, weil er kann immer vorher nicht zu Starbucks, sondern er ist genauso ein Starbucks-Suchti wie ich und deswegen passt das ganz gut. Wir hoffen, euch hat dieser kleine Einblick gefallen. Und meine Freundin musste auch so einfach heute mit in den Vlog. Und wir freuen uns über eine Bewertung und schreibt es gerne mal in die Kommentare, ob ihr sowas öfters wollt. Dann nehme ich euch öfters mal mit zu den Spielen. Ich habe euch lieb, wie immer, bleibt gesund und dann hoffentlich bis zum nächsten Video. Tschüss zusammen. Oh, Freunde der Nacht. Wenn man das fertig kann, kann es aussteigen, Schatz. Oh. Kannst aussteigen, habe ich gesagt. Mhm. Mama!